In diesem Video erfährst du, welche Supplements wirklich wichtig für die Diät sind, die ich jedem weiterempfehlen würde und auch selbst für mich konsumiere. Also Leute, ich sag's gleich mal ganz direkt, im Grunde genommen braucht ihr von dem ganzen Zeug für die Diät, um Muskeln aufzubauen oder Fett zu verlieren, gar nichts. Es kann aber eine große Hilfe sein. Ich habe einen Sponsor, deswegen ist es ziemlich cool. Ich kann mir die Sachen quasi umsonst holen und mache Werbung dafür, das wisst ihr ja. Da kam ja jetzt auch erst mein Unboxing rein. Ich werde euch jetzt dennoch mal vorstellen, welche Supplemente ich wirklich für sinnvoll halte, welche ich total doof finde und welche ich auch selbst konsumiere in meiner Diät jetzt. Dann fange ich direkt mal mit dem Eiweißpulver an. Da gibt es verschiedene Hersteller, viele verschiedene Hersteller. Hier ist das von Blackline, hier ist das von ESN. Ich finde beides sehr gut. Mit dem Eiweißpulver habt ihr im Endeffekt einfach nur die Erleichterung, euren Proteinbedarf zu decken. Also ihr könnt im Endeffekt komplett auf Proteinpulver auch verzichten und einfach jeden Tag dafür Magerquark essen. Es macht im Endeffekt überhaupt gar keinen Unterschied. Das Gute dran ist halt, es ist relativ leicht zuzubereiten. Ihr packt da mit dem Scoop ein bisschen was in Shaker, packt den Milch rein, könnt es auch easy einfach mit zum Training nehmen und direkt nach dem Training trinken, um euren Körper wieder mit Eiweiß zu versorgen. Ich meine, ihr könnt auch einen Magerquark mitnehmen, aber mit Eiweißpulver ist das Ganze halt zum Beispiel viel einfacher. Deswegen konsumiere ich das Ganze auch selber. Das würde ich auch machen, wenn ich keinen Sponsor hätte. Würde ich mir trotzdem Eiweißpulver kaufen. Da gibt es so viele verschiedene Geschmackssorten mittlerweile und es schmeckt echt gut. Also man kann das echt vergleichen mit einem Shake vom Eismann. Vor allem wenn man es mit Milch zubereitet. In der Diät trinke ich meinen Shake lieber mit Wasser, weil ich mir dadurch dann noch die Kalorien einsparen kann. Im Aufbau kommt es dann schon ab und zu mal vor, dass ich da Milch benutze. Eiweißpulver ist eigentlich das Supplement, das ich in Aufbau und Diät am meisten konsumiere. So, dann mache ich mit dem nächsten Produkt weiter, was ich auch täglich konsumiere, was ich auch jedem empfehlen würde. Da gibt es doch schon zahlreiche Studien, die belegen, dass das wirklich einen positiven Effekt hat auf den Muskelaufbau sowie auch für den Fettverlust. Das ist das Kreatin. Da nehme ich jeden Tag 5 Gramm. Ich habe jetzt hier die Dose vom TNT Kreatin, aber eigentlich ist da das von ESN drin. Ich finde nur die Dose cool und hole mir einfach mal das von ESN und fülle es dann hier rein. Das gibt es leider nicht bei House of Protein. Kreatin hat den Effekt von Kraftsteigerung. Also ihr seid dann in der Lage, mehr Gewicht zu bewegen. Ihr werdet das, wenn ihr das anfangt zu konsumieren, nicht direkt merken. Es ist was man auf langfristige Sicht jeden Tag nehmen muss, bis man da mal Resultate oder bis besser gesagt Effekte draus ziehen kann. Meiner Ansicht nach ist Eiweißpulver und Kreatin für mich die zwei wichtigsten Supplemente. Jetzt in der Diät konsumiere ich noch ab und zu BCAAs, die gibt es in Tablettenform, das sind ziemlich große Oschis, aber ich finde die viel leichter wie zum Beispiel Pulver. Eine Zeit lang habe ich mir das Pulver immer während dem Training in eine Flasche rein und habe es dann getrunken, aber BCAAs ist in meinen Augen nicht wichtig. Ihr könnt es in der Diät, wenn ihr das Geld dafür habt, BCAAs sind sehr teuer, könnt ihr das machen. Aber ihr werdet jetzt nicht großartig mehr Muskeln verlieren, wenn ihr es nicht nehmt. Ihr könnt dafür auch einfach einen Eiweißshake trinken. Im Endeffekt sind BCAAs aufgespaltene Aminosäuren, aufgespaltenes Eiweiß. Ja, Leucin ist da drin, was sehr essentiell für den Muskelaufbau ist. Also wer das Geld übrig hat, kann gerne BCAAs in der Diät konsumieren, im Aufbau. Finde ich es unnötig, da hat man so viele Nährstoffe und so viel Eiweiß zur Verfügung, da braucht man keine BCAAs. Ja, und ich würde mal sagen, ob man das jetzt in Kapselform oder beziehungsweise Tablettenform oder in Pulverform zu sich nimmt, ist eigentlich relativ egal. Hier hast du halt schnell unten und hier musst du es trinken, es gibt aber mittlerweile auch sehr gute Geschmäcker. So, das sind so die drei bekanntesten Supplemente, würde ich mal sagen. Dann komme ich mal zu meinen Gesundheitssupplements. Ich habe einmal hier Vitamin Stack, also das ist quasi ein Multivitaminpräparat. Da ist Vitamin A und Vitamin B12 drin, das zu einer normalen Funktion des Immunsystems beiträgt. Dann haben wir so Geschichten wie Vitamin B1 drin, das gut fürs Herz ist, also das führt zu einer normalen Funktion des Herzens. Dann haben wir Vitamin B6 drin, das ist dafür da, dass ihr nicht so schnell müde werdet. Ja, und dann haben wir noch Vitamin C drin, ich glaube, das ist jedem bekannt. Das schützt die Zellen vor oxidativem Stress und ist allgemein gut fürs Immunsystem, um das Immunsystem quasi zu stärken. Also der Vitaminstack ist in meinen Augen sehr wichtig, den nehme ich jeden Tag, vor allem weil ich nicht so viel Obst und Gemüse konsumiere. Dann habe ich hier Vitamin D3, das coole ist, an denen muss man nur
eine in der Woche nehmen. Ich nehme die jeden Dienstag. Und ich glaube, Vitamin D3 ist auch vielen bekannt. Vitamin D3 übernimmt sehr viele Aufgaben in unserem Körper. Unter anderem ist es wichtig für den Kalziumhaushalt und reguliert den Aufbau und Abbau von Knochen. Und außerdem kann Vitamin D3 unser Immunsystem stärken und die körperliche Abwehr schützen. Allgemein ist es auch, wie man schon oft hört, gut für die Haut. So, dann kommen wir zu Zink. Auch in meinen Augen ein sehr wichtiges Supplement. Aber ihr müsst aufpassen, dass ihr das nicht auf nüchternen Magen nehmt, weil da kann euch echt recht schnell übel werden. Also immer eine Mahlzeit vorher essen oder erst abends konsumieren, wenn ihr sowieso esst, falls ihr fastet. Zink ist auch ein Mineral, das an sehr vielen Körperfunktionen beteiligt ist, wie zum Beispiel an der Proteinsynthese oder dem Zellwachstum. Ja, und es ist auch gut für ein gesundes Immunsystem. Oft hört man auch, dass Zink gut für Haut, Nägel, Haare sein soll. Ja, und gerade als Sportler muss man schauen, dass man eine hohe Zinkzufuhr hat, weil man sehr viel schwitzt und das damit rausschwitzt. So, und dann habe ich hier noch Omega-3. Gerade für diejenigen, die kein Fisch essen, die Fisch absolut hassen, ist Omega-3 sehr, sehr wichtig. Die sind hauptsächlich für den Gefäßschutz unseres Körpers und das Geile an denen ist, was ich bei den MyProtein Omega-3 Kapseln gemerkt habe, wenn ich die konsumiert habe, musste ich immer aufstoßen und hatte diesen ekligen Fischgeschmack im Mund. Und das habe ich zum Glück bei diesen nicht. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe mir jetzt auch mal die von Biotech hier geholt. Die werde ich als nächstes ausprobieren, wenn die hier leer sind. Ja, auf jeden Fall sehr sinnvoll. Heart Brain Eye Care steht auch hier. So, dann habe ich hier noch Glucosamin, finde ich auch nicht schlecht. Ist, um die Gelenke zu schützen. Ich habe auch gehört, dass es gegen Arthrose oder Arthritis sehr gut sein soll. Also wer da Probleme mit den Gelenken oder sowas hat, Gelenkknorbeln, der kann das auf jeden Fall mal ausprobieren, finde ich auch gut. Nehme ich zur Vorbeugung. Also alles, was hier ist, nehme ich jeden Tag, außer halt die Vitamin D nur einmal in der Woche. Dann habe ich jetzt für meine Diät noch diese Grüntee-Kapseln, die so ein natürlicher Fettburner sind quasi. Die ein bisschen den Stoffwechsel anregen und auch gut für die Gesundheit sind. Die nehme ich immer morgens, die geben einen auch noch so einen minimalen Kick, weil ich glaube, Grüntee enthält ein bisschen Koffein. Ja, hier steht es, enthält Koffein, nicht für Schwangere und Kinder. Würde ich auch empfehlen, für die Diät vor allem. Und dann habe ich hier noch Magnesium und Calcium. Ja, und das unterstützt die Erhaltung von normalen Knochen, Zähnen. Ja, und ist in meinen Augen echt ein gutes Supplement. So, das sind diese Supplemente, die ich eigentlich so gut wie jeden Tag alle nehmen. Es ist relativ viel, ich weiß. Aber ich habe echt gute Erfahrungen damit. Und jetzt komme ich zu den Supplementen, die für eine Diät sehr hilfreich sind, die unterstützend sehr gut sein können, aber überhaupt kein Muss sind. Also ich habe hier einmal 1000 verschiedene Flav Drops. Da gibt es einmal die von Nutrifull, dann gibt es die von God7, dann gibt es die von MyProtein. Da gibt es echt mega viele Geschmacksrichtungen. Das sind so Geschmackssüßungstropfen quasi. Die haben 0 Kalorien und keinen Zucker und die packt man sich einfach in Magerquark rein und dann schmeckt der Magerquark gut. Also wenn man Magerquark gar nicht gern isst, dann kann man sich die einfach reinpacken und tada, hast du einen guten Früchtejoghurt oder was auch immer, Früchtequark. Benutze ich eigentlich auch relativ häufig, weil ich recht gern Magerquark esse mit den Teilen. Und das Gute ist, ich glaube, so ein Ding, das hält Ewigkeiten. Das habe ich schon ziemlich lange, Butterkeksgeschmack von Nutrifull hält Ewigkeiten. Und es kostet 5 Euro so ein Teil und das ist echt für eine Diät ziemlich gut, finde ich. Dann gibt es ja auch noch solche Geschichten wie solche 0-Calorie-Soßen, da gibt es auch von Nutrifull und die hier sind von Mamma Mia. Die schmecken ganz okay, die haben auch 0 Kalorien und Zucker. Also nicht zu vergleichen mit einer echten Knoblauchsoße oder keine Ahnung, hier gibt es das auch im Karamellgeschmack. Also ist überhaupt kein Vergleich zu einem normalen Karamell. Dressing, normaler Karamellsoße. Man kann das mal machen, man kann das mal ausprobieren. So, manche schmecken echt geil, aber manche schmecken total künstlich. Also zum Beispiel die Barbecue-Soße finde ich nicht schlecht. Und was ich richtig gut finde, soll eine Mayonnaise sein, White Wonder, die schmeckt richtig gut. Aber die sind halt alle relativ flüssig und man muss da aufpassen. Wenn man die auf den Teller macht, kommt erstmal so eine Ladung raus. Yo, dann habe ich das abgehakt, dann komme ich noch zum Booster. So, der Booster ist in meinen Augen gar nicht notwendig, aber an Tagen, an denen ich mich total schlecht fühle, total keinen Bock aufs Training habe, dann ist so ein Booster, ich habe jetzt hier den Götterpuls, gar nicht mal so verkehrt. Ist jetzt wahrscheinlich nicht das Gesündeste, was du machen kannst, aber in den EU-Boostern, da ist eigentlich die einzige Stimulanz das Koffein. Dann sind halt noch so Schichten für den Pump drin, wie Citrullinmalat oder AKG. Dann ist noch Beta-Alanin noch drin, Kreatin, was in meinen Augen keinen Sinn macht.
Ja, hier ist zum Beispiel auch Grünteeextrakt drin. Also man kann sich schon mal einen Booster gönnen, aber ich würde es nicht übertreiben, wie zum Beispiel der Koch. Oder ich habe es auch eine Zeit lang total übertrieben. Mittlerweile bin ich vom Boostern wieder ein bisschen weggekommen. Ich habe jetzt solche Guarana Caps, die habt ihr vielleicht in einem Video schon davor gesehen. Die finde ich ganz gut. Oder ab und zu nehme ich auch mal eine Koffeintablette, wenn es gar nicht anders geht. Aber ja, Booster ist so eine Sache für sich. Entweder man macht's, entweder man macht's nicht. Muss jeder selber entscheiden, Leute. So, das sind eigentlich so ziemlich die Supplemente, die ich konsumiere. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, welche Supplements ihr für sinnvoll haltet. Welche ihr total bescheuert findet, würde mich total interessieren. Könnt ihr echt gerne mal unten reinschreiben. Falls es noch irgendwelche Fragen gibt zu den Supplementen, könnt ihr mir die gerne auch in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder wann auch immer ihr das Video gerade schaut. Haut rein, Freunde. Peace. Schon, na klar.